Hallo, meine lieben Ananasse, und willkommen zurück beim Eldaria Weihnachtsevent 2019. Nur nochmal zur Erinnerung: Es sind noch 2 Stunden, bis meine Verlosung endet. Also, wenn ihr Bock auf einen Postkartenkalender vom Gro Verlag oder auch auf Lippenprodukte von NYX habt, dann solltet ihr jetzt mal in den Community-Bereich auf meinem Kanal gehen, euch durchlesen, was ihr zu tun habt, und dann habt ihr die Chance auf ein kleines Päckchen von mir. So, was wollte ich noch sagen? Achso, Leute, boah, gibt es was Geileres als gebuttertes, warmes Toast am Morgen? Ich glaube nicht. Das war mein Frühstück. Und es war echt lecker. Aber jetzt geht's auch los mit dem Weihnachtsevent. Heute hatte Jack noch vor Sonnenaufgang eine große Versammlung in der Spielzeugfabrik einberufen. Dabei würde er uns endlich erläutern, wie er die Hüter des Weihnachtszaubers zu finden gedachte. Es herrschte großer Andrang. Kommt mir fast so vor, als wären die Leute über Romulus und Olgas Verschwinden eher aufgekratzt als besorgt. Sind sie weggelaufen? Ganz so, als ginge es dabei um eine lustige Schnitzeljagd. Okay. Wenn ich um eure Aufmerksamkeit bitten darf. Sofort kehrte Stille ein. Nach 4 Tagen Uhr? Nein, nach 7 Tagen, actually, aber nach Tagen intensiver und kraftzehrender Recherchen haben mir nun alle meine Informanten Bericht erstattet. Okay. Sie haben der Kälte und den Schneestürmen die Stirn geboten und sich dabei in abenteuerliche Gefilde vorgewagt, bis hin zur Insel des Grunge. Heißt es nicht Grinch? Okay. Sämtliche Kobolde hielten erschrocken den Atem an. Seien wir ehrlich, all diese Risiken sind sie eingegangen, um uns zu sagen, dass Auch ich hing mittlerweile wie gebannt an seinen Lippen. sich Romulus und Olga im Westen des Weihnachtslandes aufhalten. Einige Sekunden lang blieb es totenstill. Und? Und nichts weiter. Wir müssen uns auf eine Expedition vorbereiten. Die Leute hier haben ja wirklich einen eigenartigen Sinn für Humor. Wie bitte? Kolaja, ich denke, der Herr der Kälte hat das durchaus ernst gemeint. Aber gewiss. Na dann viel Glück, ich bleib lieber hier und kümmere mich um die Geschenke. Oder, das ist doch absurd. Wie sollen wir uns mit so wenig Informationen auf die Suche nach ihnen machen? Oder, also das müsste doch zu schaffen sein. Mit so wenig Informationen? Unerhört! Bei allem Respekt, mein Herr, ich denke, Wuli hat recht. Wo ist denn eure Abenteuerlust abgeblieben? Die hat sich ans Kaminfeuer geflüchtet, Hand in Hand mit meiner Motivation. Das reicht. Wir sind hier, um den Herrn der Kälte zu assistieren, also tut mir den Gefallen, zieht eure Stiefel an und macht euch auf die Suche nach den Hütern des Weihnachtszaubers. Es kam nicht oft vor, dass Kero laut wurde. Aber wenn er es wurde, zog ich es vor, mich nicht mit ihm anzulegen. Schließlich rangen sich alle dazu durch, in ihre Umhänge und Mäntel zu schlüpfen und sich auf diese Mission ins Ungewisse zu begeben. Oh, das ist ja schrecklich. Es ist noch nicht mal hell. Sollten wir wirklich schon los? Keine Sorge, Miss. In exakt 1 Stunde, 13 Minuten und 48 Sekunden wird die Sonne aufgehen. Die Dunkelheit stört mich nicht, ganz im Gegenteil. Ich frage mich eher, wie wir so ein riesiges Gebiet absuchen sollen. Nur Mut, meine Freunde. Es liegt zwar ein weiter Weg vor uns, aber dafür wird die Belohnung umso schöner. Ich konnte ein Kichern nicht unterdrücken. Je besser ich ihn kennenlernte, desto mehr wurde mir klar, dass Jack eigentlich ziemlich naiv war. Gut. Was in absurdem Kontrast zu seinem hoheitsvollen Gebaren stand. Jemand gab mir einen mahnenden Klaps auf den Hinterkopf und ich bemühte mich, wieder ernst zu werden. Auch geil. Auf unseren Kylasmen brachen wir nach Westen auf. Für einen außenstehenden Betrachter musste es wie eine Urlaubsgesellschaft aussehen. Karen unterhielt sich unablässig mit dem rosa Kobold, der ihr aus irgendeinem Grund weniger feindlich gesinnt war als dem Rest von uns. Naja, die mögen sich halt, ne? Alaiea und Kolaia hatten den blauen und den grünen Kobold in eine wilde Schneeballschlacht verwickelt und Kero war in ein angeregtes Gespräch mit Jack vertieft.
Toll. Und wir traben einfach so nebenher und sind unseres Lebens froh. Okay, unsere Auswahlmöglichkeiten, uns irgendwem anzuschließen, sind, ob ich den rosa Kobold auch für mich gewinnen kann. Oder mal sehen, worüber sich Jack und Kero so unterhalten. Oder diese Schneeballschlacht darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich bin interessiert an Jack und Kero. Ich stieg von meinem Krylasm und ging zu ihnen hinüber. Uns mehrere heterogene Gruppen aufzuteilen, damit. Kero-Scharne, ihr müsst wirklich ein bisschen lockerer werden, mein Freund. Wie ihr wisst, habe ich eine besondere Verbindung zu Romulus. Ich werde es spüren, wenn er in der Nähe ist. Das löst nur leider nicht unser Problem. Oh, Mist, es scheint um ein heikles Thema zu gehen. Da sollte ich mich besser nicht einmischen. Super. Ein paar Stunden lang ritten wir gemeinsam weiter, ehe Jack sich endlich den Tatsachen stellte, dass diese Suche sehr viel effizienter wäre, wenn wir uns in Gruppen aufteilen würden. Ich kam mit Jack und dem grünen Kobold in ein Team und uns wurde der berüchtigte. Oh Mann. Der berüchtigte Zuckerstangenwald zugewiesen. Gut möglich, dass Miss Olga hier vorbeigekommen ist. Oh ja, sie ist ganz verrückt nach den Naschereien hier. In der Tat, am liebsten fliegt sie durch die Wipfel der Zuckerstangenbäume. Olga kann fliegen? Aber natürlich, Miss, so wie alle ihrer Art. Ihrer Art? Wie meinst du das? Oder, oh, kann Romulus also auch fliegen? Oder ich wollte nichts Dummes sagen und schwieg lieber. Ihrer Art, wie meinst du das? Er setzte geradezu eine Antwort an, als in der Ferne ein seltsames Geräusch erklang. Jack und der Kobold blickten einander vielsagend an. Jetzt ist alles klar. Nun verstehe ich auch, warum sie verschwunden sind. Ja, und wieso? Das kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. Schade, das sieht scheiße aus, wenn man das miteinander kombiniert, oder? Okay, ich gehe mal wieder alle Farbvarianten erstmal durch. Ist schon nicht so leicht, was ich hier mache. Also ich würde gerne das nehmen. Aber dazu passt unser tolles Bikini-Oberteil Dingsbums jetzt nicht. Das wäre das, was eigentlich dazugehört. Ich glaube, ich nehme trotzdem das und kaufe mir noch das andere Bikini-Dingsbums. So, wie ihr sehen könnt, bin ich hier immer noch nicht sonderlich viel weitergekommen. Den Gefährten habe ich auch immer noch nicht. Aber naja, also zumindest passt alles, was ich hier bisher bei dem Festive Pilgrim-Outfit habe, zusammen. Das scheint bei euch eher nicht der Fall zu sein. Ich bin aber weiterhin gespannt darauf, wie das wird, wenn, naja, ich das Kleid und so hab. Das könnte sein, dass die Sachen dann auch so gar nicht mehr zusammenpassen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es auch schon fast geschafft. Denn morgen ist der letzte Tag von diesem Event. Gut, meine Lieben, dann hören wir uns morgen ein letztes Mal. Ciao, ciao, meine lieben Ananäschen.